Hey, letztes Jahr haben wir uns ein 20 Jahre altes Wohnmobil umgebaut, um Vollzeit darin zu leben. Schaut euch das mal an, hier gibt es überall so grüne Wellensittiche. Ich weiß nicht, ob man es erkannt hat, so wunderschön. Alter. Ah, Scheiße. Ah, was ein Start in den Tag. Die Schuhe sind komplett nass. Shit. Heute ist auf jeden Fall ein besonderer Tag für mich. Es gibt da was, das ich mir schon seit einem halben Jahr kaufen wollte. Und ich müsste es hier eigentlich finden, sogar nur 5 Minuten von hier entfernt. Ich hoffe wirklich, wir kriegen es, das wäre so cool. Ist wohl einer der einzigen Parkplätze, in die ich reinkomme. Es hat jetzt schon wieder das Regnen angefangen. Wir hätten eh nichts anderes machen können. Action Day, heute die richtige Entscheidung. Welche brauchen wir? 1,40. Da ist doch, was ich gesucht habe. Das hier mit Peppers neuer Freund. Als ich ihn gesehen habe, wusste ich muss das Pepper mitnehmen. Wir haben alles bekommen, was wir wollten. Das kommt nicht oft vor. Ich bin auf jeden Fall super zufrieden. Jetzt gibt es noch Frühstück. Spanische Tortilla, Baguette und Kaffee. Und das Ganze hat zusammen nur 1 Euro gekostet. So, wir sind wieder raus und wir haben alles gefunden, was wir brauchen. Und schaut mal, ein voller Regenbogen. Ah, geil. Peppa, schau mal, was ich dir gekauft habe. Schau mal, einen neuen Freund. Ihm scheint's zu gefallen. Magst du den Dackel? Das habe ich mir gedacht. Das haben wir gleich gedacht, als ich den gesehen habe. Ja, und für uns gab's auch was Neues. Es war wirklich allerhöchste Zeit, dass wir hier so einen Topper kriegen. Wir haben das letzte Jahr wirklich die ganze Zeit auf der 20 Jahre alten Matratze geschlafen, die hier im Wohnmobil noch dabei war. Bequem war das Ganze nicht. Bin echt gespannt, ob man mit dem Topper dann besser schlafen kann. Wir erstmal versuchen, den ganzen Sand hier runter zu bekommen. Das andere war steinhart, gell? Ja. Gar nicht so leicht, das Ganze hier zu koordinieren, ne? Das ist ja. Eng. Nee, ich denke, es geht. Passt genau. Ja? Ja. Geil. Durch den neuen Top haben wir jetzt auf jeden Fall nochmal 8 cm weniger Raum einfach am Kopf. Aber ich würde sagen, wenn man einmal schläft, dann schläft man sowieso. Das macht mir nicht so viel aus, hoffe ich auf jeden Fall. Jetzt ziehen wir das Ganze mal drüber und dann schauen wir es uns mal in der Praxis an. Man merkt es fast gar nicht, den Kopfraum. Aber es ist auf jeden Fall bequemer. Ich würde sagen, es war erfolgreich. Die wollen einen doch verarschen hier bei IKEA. Wie soll man irgendwas da reinbekommen? Geht doch. Räum mich schon. Bett. Vorsicht! Hier ist eine Beschränkung, aber ich glaube, da hinten muss man dann normal stehen. Wir sind hier nicht weit weg von dem Platz, auf dem wir gestern standen. Wie ihr gesehen habt, tröpfelt's und der Wind ist super stark. Deswegen macht's nicht viel Sinn, weiterzufahren. Aber wir stehen diesmal hier mit direkter Aussicht aufs Meer. Es stehen zwar vor und hinter uns noch viele Wohnmobile, aber so hat man trotzdem noch eine geile Aussicht. Vielleicht sieht man in Palmen auch, wie es windet. Buddy, 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 buddy. Okay. Und wie gefällt dir die neue Matratze? Wir sind so doof, dass wir das nicht viel eher gemacht haben. Es ist so unheimlich bequem. Ich stehe heute hier nicht mehr auf. 2 Unwetterwarnungen. Mögliche Bedrohung für Leben oder Besitz. Es klingt nicht vielversprechend. Beginn 6 Uhr, 14. Dezember. Empfohlene Maßnahmen. Überwache die Situation und ergreife notwendige Vorsichtsmaßnahmen. Windgeschwindigkeit mit bis zu 70 km/h. Schaut euch das mal an, das ganze Haus ist abgebrannt. Es war anscheinend mal ein Restaurant oder so.
Alter. Komplett in sich zusammengefallen. Mittlerweile denkt man auch nicht mehr nach, wenn es windet oder regnet. Man geht einfach raus. Wir haben uns einfach damit abgefunden und uns dran gewöhnt. Mittlerweile ist es auch vollkommen normal, dass wenn man nach Hause kommt, hängt man nicht nur seine Jacke, sondern auch seine Hose zum Trocknen auf. Immer schön alles trocknen. Weil wir nicht mehr ganz so viel Strom haben, um unseren Backofen zu nutzen, hat Jesse jetzt so Pizzaschnecken hier im Omnia gemacht. Das ist eigentlich das gleiche wie eine Pizza, nur eben in einer anderen Form. Und dazu gibt's noch die restliche Nudelsuppe von gestern. Guten Appetit. Buchstabensuppe ist sehr gut. Vor allem bei Regenwetter, oder? Mhm. Hi. Habe ich doch gesagt, Vorsicht, sehr heiß. Oh. Ja, es ist richtig heiß. Es dampft ohne Ende. Ich glaube, ich muss Epsilon ziehen. Sonst habe ich verloren. Oh, das hört ja gar nicht mehr auf. Hä? Ah doch, ich habe... Hä, hey, nein, den musst du jetzt Ich habe ihn noch nicht gesehen, ehrlich nicht, ehrlich du nicht. Du hattest den schon Ich habe ihn noch nicht gesehen. So, was ist doch die fieseste Schummlerei. Vorbei. Kannst du nicht mehr? Mm-mm. Dann würde ich sagen, habe ich gewonnen. Ich habe gewonnen.